Es gibt immer wieder Leute, so wie mich, denen man wirklich anmerkt, dass sie nicht nur kein Freund von Sport, sondern auch kein Freund von Sportübertragungen im Fernsehen oder in weiterer Folge Sportfilmen sind. Ich kann nicht einmal mit Sylvester Stallones Kultfilm Rocky wirklich was anfangen. Und das erste Sportdrama, das ich gesehen habe, das mir wirklich gut gefallen hat, war letztes Jahr der Film The Fighter mit Mark Wahlberg und Christian Bale. Warrior, der jetzt erst in Deutschland erschienen ist, steht meiner Meinung nach aber noch wesentlich deutlicher über The Fighter. Alleine aus einem Grund. Der klassische Sportfilm baut einen guten Part, einen bösen Part auf und der Schlusskampf, wie in eigentlich jedem Actionfilm, ist dann gut gegen böse. Warrior allerdings baut zwei gleichwertige, zwei sympathische Charaktere auf, die dem Zuschauer dann während dem Endkampf wirklich am Herzen liegen und wo man wirklich will, dass sie beide das bekommen, was sie wollen. Geht aber nicht. Es kann im Endeffekt eigentlich nur einer gewinnen. Und das sorgt für eine derartige Dynamik, für eine derartige Spannung und für ein intensives Finale, so mitreißend und packend, wie ich es schon echt lang in einem Film nicht mehr gesehen habe. Warrior ist ein großartiges Sportdrama und ich kann den Film nur wärmstens weiterempfehlen.